Folge von Train Simulator 21. Wir stehen hier in Dresden Hauptbahnhof und öffnen jetzt als erstes mal die Türen. Fahren eine BR 442, wie man hier schön sieht. Auch Hamsterbacke genannt. Und dies ist der zweite Teil aus dem 3D-Zug-Paket, welches ich euch letzte Woche schon mit dem ersten Teil vorgestellt habe. Hier die Fahrdienstleitung an 16508, bitte kommen. 16508 hört. So, nun solltest du genug Zeit gehabt haben, dich auf die Fahrt Richtung Riesa vorzubereiten und auch auf etwas im Dienstplan zu blättern. Du hast heute einen bunten Mix vor dir und wirst neben dem RE50 auch im Intercity-Verkehr eingesetzt. Über die besonderen betrieblichen Gegebenheiten weißt du sicher Bescheid, oder? Ja, mit dem Güterverkehr und Fernverkehr geht es ein Stück über die Berliner Strecke und ansonsten Regionalverkehr über Coswig. Genau. Güterverkehr und Fernverkehr geht über die Berliner Strecke, Regionalverkehr über Coswig. Dann mal gute Fahrt. Dankeschön, bis später. Ja, ihr habt's gehört. Wir fahren heute mit dem RE 50 von Dresden über Radebeul, Coswig, Weinböhler, Niederau, Biskewitz, Laubnitz bis nach Riesa. Und ja, wenn ich sie mal ein bisschen umsehen, Zug ist eigentlich soweit aufgerüstet. Was ich noch machen könnte, ist den Richtungswender nach vorne verlegen. So, das haben wir auch erledigt. Wir können uns hier noch ein bisschen umsehen. Ja. Spitzensignale sind eingeschaltet. Hier stehen ein paar REs. Da oben steht ein IC mit Steuerwagen. Ein ohne Steuerwagen. Vorne hängt mit Sicherheit eine 101 dran. Das andere wäre mir fremd. Also 120 kann ich mir nicht vorstellen, wie in Dresden. Natürlich eine 101. So. Aber man muss noch schnell Snack holen bei der Fahrt. Ein Kaffee, der ist erstmal nur ein Snack. Geld ist eingeworfen. Ein Snack habe ich auch. So. Mal sehen, ob ich... Nee, das geht leider nicht. Da müssen wir damit vorlieb nehmen. So, dann wollen wir auch gleich mal losfahren. Dann haben wir Abfahrt. 8.14 Uhr. Ja, das ist ja auch nicht mehr so lang. Eine Minute. Und wie gesagt, das ist der zweite Teil aus dem letztmaligen Fahrzeugpaket bzw. 3D-Zugpaket, was ich euch letzte Woche schon vorgestellt habe. Ja.
Und ich habe mir gedacht, heute mal den zweiten Teil zu fahren, damit ihr da noch ein wenig Einblick findet für die, die sich vielleicht auch unsicher sind, das sich zuzulegen. Wie gesagt, es kostet 9,95 € oder 9,90 €, genau weiß ich das jetzt nicht, bei 3D-Zug. Link zu 3D-Zug ist unter meinem letzten Video zu finden. Und dann könnt ihr euch da mal umschauen. Neben dem Szenario-Paket gibt es da noch sehr viele andere, die ungefähr äußerst günstigen Preise, muss ich sagen. So, 15 Sekunden, wenn wir pünktlich Abfahrt haben, beziehungsweise Ausfahrt. Ja, wir schauen uns das mal von draußen an. Hinzu. Und wir schalten auf. Erste Station Dresden, bitte, Gleis 3. Überhaupt nicht. Aber das hatten wir ja auch schon im letzten Video, im ersten Teil. So, ich würde sagen, wir springen mal rein in unseren guten, in unseren Führerstand. Wir stellen fest, dass wir nicht über Geschwindigkeit gefahren sind, sondern uns das angezeigt wird, das ist ein Schleier. Wir begrüßen Sie recht herzlich im Saxonia Express zur Fahrt nach Leipzig Hauptbahnhof über Dresden-Neustadt, Coswig, Priestewitz, Riesa, Oschatz, Wurzen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Verehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie herzlich im Regionalexpress der Linie RE50 Saxonia Express auf der Fahrt von Dresden Hauptbahnhof nach Leipzig Hauptbahnhof. Nächster Halt des Zuges ist in Kürze Dresden Mitte. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Also diese Ansagen, wunderbar, oder? Wunderbar. Ach, allein deswegen lohnt sich schon.
Das für den Preis, ich finde es geil. Allein der Akzent ist doch, halt geil. So, dann sind wir auch gleich schon im nächsten Mitte. Nächste Station, Dresden Mitte. Zugang zum Kongresscenter Dresden und zur Messe Dresden. Ausstieg links. Türen. Und da steht's, RE50 Leipzig. Da ist die Kinderspielecke. Da ist das Fahrradabteil, würde ich sagen. Oder habe ich mich jetzt so komplett vertan? Okay, ich habe mich vertan. Entschuldigung. Aber das sieht von draußen so aus, ne? Das ist doch... Ne, das ist kein Fahrradabteil, das sind die Rückenlehnen. Beziehungsweise die, ja, die Sitzlehnen. Okay, hat mich täuschen lassen. Ich nehme alles zurück. So, was haben wir hier? Ein Monitor. Gucken, was da drauf steht. Kann man nicht erkennen, kann man leider nicht erkennen. Schade, schade, aber naja, kann man nichts machen. Da steht Elsterweder bzw. Hoyerswerder. Vorne stand doch, glaube ich, RB Elberswerder. Und in der Mitte steht Leipzig. Naja. Ich sag mal, darüber braucht man nicht jammern. Ne? Ich glaube, das wäre Jammern auf einem höchsten Niveau. So. Auf geht's nach Dresden-Neustadt. Nächste Station, Dresden-Neustadt. Ausstieg rechts.
schön auf der Sonnenaufgang. Herrlich. Ich finde das sehr gut, dass das ganze Paket ist. Nicht von schlecht. Meine Damen und Herren, in Dresden-Neustadt bestehen Umsteigemöglichkeiten zu folgenden Zügen. An die S-Bahn der Linie S2 nach Dresden Flughafen. Planmäßige Abfahrt ist um 8.25 Uhr, ebenfalls von Gleis 1. An den Regionalexpress der Linie RE2 nach Görlitz. Planmäßige Abfahrt ist um 8.38 Uhr von Gleis 3. An die Regionalbahn der Linie RB34 nach Kamenz um 8.42 Uhr von Gleis 5. Sowie an die Regionalbahn 33 nach Königsbrück. Planmäßige Abfahrt um 8.49 Uhr von Gleis 4. Allen Fahrgästen, die in Dresden-Neustadt aus- oder umsteigen, wünschen wir noch einen schönen Tag. Ja, den wünsche ich natürlich allen auch. Der Tag hat ja gerade erst begonnen und so wie ich das beurteilen kann, wird es ein sehr schöner Tag. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Ich denke, da kann man Dresden und Dresdner Umland sehr gut und sehr schön erkunden. Ich finde das ein bisschen zu langsam. Das heißt, wir werden ja mal ein bisschen von der Bremse gehen. Vielleicht mal ein wenig aufschalten, damit wir nicht versacken. Gesundheit. Da steht Dresden-Neustadt. Ein sehr schöner Bahnhof, wie ich finde, wenn man hier mal so runterschaut. Dieser Halle, beziehungsweise diesem Überdach. Sehr schön, auch die Umgebung hier. Also ist, glaube ich, eine Reise wert. Wie gesagt, mein nächstes Ziel ist ja Dresden. Jetzt geht mit der Bahn. Das wäre schon nice. So, ich würde sagen, wir setzen uns hier mal so hin und schauen gleich unseren Zug beim Rossmann zu. Jetzt muss ich nur schauen, ich mache mit da vorne. So, Abfahrt ist 8.22 Uhr.
geht's jetzt weiter? Wir schauen uns das Ganze mal aus dieser Perspektive an. Da fährt unsere Hamsterbacke. Das Signal ist auch umgesprungen, auf Gleis besetzt. Und da kommt der Gegenzug. So, und wir springen rein in unseren Führerstand. Thank you.
Nächste Station, Radebeul Ost, Karl-May-Museum. Ausstieg links. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Radeburg und Moritzburg. Öffnen die Türen. Ein Zug entgegen. Das ist also nicht entgegen, sondern in den Bahnhof gefahren. Das ist ein RE. Und falls ihr das hört, werden wir, glaube ich, gerade ein Probealarm. So, wir haben hier einen etwas längeren Aufenthalt, würde ich sagen, aber das macht ja nichts. Regionalexpress ab nach Dresden.
Abfahrt ist 8.31 Uhr. Dann geht es nach Köswig. Dann haben wir noch Weinböhler, Niederau, Priestwitz, Nünch, Litz, Glaubnitz und schließlich Riesa.
Nächste Station, Coswig. Ausstieg rechts. So, da bin ich wieder und wir fahren jetzt in Coswig ein und finde auch ein sehr schöner Bahnhof. Coswig bei Dresden. So, ja, ich wollte ja noch ein schönes Screenshot machen. Wo bin ich denn da? Da. Sehr schön. Hier ein schönes Stromhäuschen. Leider kann man sehr, sehr schwer erkennen, was da steht. Ich kann es nicht erkennen. Leider. Aber das habe ich gehört, das heißt, wir dürfen abfahren. Nächste Station, Weinbilder. Nächste Station, Weinbühler. Ausstieg rechts.
leider nicht. So, machen wir mal einen kurzen Break und speichern. So. Als nächstes dann Niederau, Priestewitz, Nünchritz, Glaubnitz und Riesa. So, ihr müsstet euch beeilen. Wir haben Abfahrt. Nächste Station, Niederau. Ausstieg links. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stationen noch. Wobei die fünfte die letzte ist.
finde bis jetzt ein sehr schönes Paket. Sehr, sehr schöne Szenarien, schöne Anlagen. Ich bin auf die weiteren Teile gespannt. Nächste Station, Priesteritz. Ausstieg rechts. So, Türen auf. Und wir schauen uns mal ein wenig hier um in Priesteritz. Das ist
nicht die größte Bahnhof, wie man sehen kann. Aber deshalb muss er ja nicht weniger schön sein. Da ist der Parkplatz. Und schon ist was mal aus dieser Perspektive. So. Auf geht's nach Münchitz. Von hier kann man auch wunderschön spotten. Schranken hoch. Wunderschön. Wunderschön. Passagier hat das auch was. Notbremse, nicht Bordstrafe, aber das sollte natürlich jedem klar sein. Ne? Betätigung, Sprechstelle im Eingangsbereich eingeschaltet. Handgriff nur bei Gefahr ziehen. Thank you.
Nächste Station, Nünchritz. Ausstieg rechts. Schade, dass diese Frau mit der Aktie sprechen konnte. Die hat meinen Anfang sehr, sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. So. Tür auf. So, wir stehen uns mal hier am Gleisende hin, beziehungsweise nicht Gleisende, sondern Bahnsteigsende. Und ich denke, dass das doch eine gute Position ist zum Shooten. Beziehungsweise. Ach, hau ab. So. Zu und auf nach Glaubnitz. Zu spät, meine Damen, zu spät. So, Glaubnitz. Nächste Station, Glaubitz. Ausstieg rechts.
So, wir öffnen zum vorletzten Mal die Türen. Und speichern vorsichtshalber nochmal. So, unser nächstes Ziel, Endziel ist 6,51 Kilometer entfernt. Und ja, da werden wir den Zug übergeben, der an einen anderen Triebfahrzeugführer, der diesen dann bis nach Leipzig weiterfährt. So, Auffahrt. Auf geht's nach Riesa. Ein weiterer Halt für diesen Zug und ein Endhalt für unser Szenario. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Ich bin, wo ich in Berlin war beruflich, mit der Hansebacke gefahren, weil ich da auch schon Freizeit hatte. Und da ist natürlich nicht nehmen, dass ich da anhabe, zu sehen. Da habe ich dann auch die Hansebacke besetzt. Ich muss sagen, ein sehr schöner Zug, auch als Fahrgast. Hat mich da sehr wohl gefühlt. Ja. Hat mir sehr gefallen. Ich habe auch ein Video auf YouTube auf meinem Kanal. Von der Einfahrt einer Hamsterbacke bei Gelegenheit mal anschauen. Nein, wurde ich da groß geschafft. Ich weiß es nicht genau. Aber ich meine, die Fahrdienstleitung an 16508, bitte kommen. 16508 hört. Die Ablöse wartet bereits. Dein nächster Zug wird der Intercity 2474 nach Dresden sein. Abfahrt in Riesa ist um 10.03 Uhr. Melde dich bitte bei der Übernahme. Okay, mache ich. Nächste Station, Riesa. Ausstieg links. Letzter Halt im Verkehrsverbund Oberelbe. Oh, gut zu wissen. Die Frage ist. Verehrte Fahrgäste, Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. In Riesa besteht Anschluss zur Regionalbahn der Linie RB45 nach Elsterwerda. Planmäßige Abfahrt 9.15 Uhr von Gleis 1. An die Regionalbahn der Linie RB45 nach Chemnitz Hauptbahnhof um 8.49 Uhr von Gleis 6. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gute Freude. Super Zerstörung. Schöner Stimme. Das wäre zum Abschluss noch schön, aber schön, dass die Zukunft kommt.
sanft einrollen lassen. So, wir öffnen zum letzten Mal die Türen, hüpfen aus dem Führerstand, schauen uns hier mal ein wenig um. Auch ein sehr, sehr schöner Bahnhof, wie ich finde. Da steht, glaube ich, noch ein 112. Solo oder gespannt? Ne, Solo. So, ist das nur 112 oder 143? Bevor ich jetzt was Falsches sage, 143 oder 112. Wie komme ich auf 112? 143 natürlich. So, der Kollege. Ach ja, muss ja die Übergabe noch machen. Der sitzt da drin. Ja, es gab keine Störung. Alles ist weit gut gelaufen. Ich wünsche eine gute Fahrt. Ne? Komm gut an in Leipzig. Ich frühstücke jetzt erstmal. Ich muss in einer Stunde im IC wieder zurück nach Dresden. Bis dann. Ja, meine lieben Freunde, damit endet unser Szenario und auch unser Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Macht's gut, ciao, servus und tschüss.